Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raft. In der letzten Folge haben wir unsere Kombüse endlich mal gebaut und die sieht mega nice aus. Finde ich zumindest. Wir sind außerdem noch an unserem Ziel vorbei gesegelt, aber wir stehen jetzt vor einer Insel und da gehen wir jetzt mal drauf. Einmal an Deck angekommen, wir stehen vor der wunderschönen Insel hier. Die ist ziemlich groß. Ich weiß gar nicht, ob Hubert noch da ist. Das Floß haben wir noch nicht ganz ausgebaut, das machen wir jetzt aber nicht. Siegfried und Lamanda geht es richtig gut. Das Hühnchen ist auch noch hier, das finde ich gut. Dann sammle ich hier mal das Ei, das ist perfekt. Wir hoffen, dass wir hier Schmutz finden und alles Mögliche. Die Insel sieht irgendwie anders aus als sonst, ne? Naja, ist egal. Wir kriegen das schon hin. Wir brauchen Wasser, haben wir. Essen hätten wir 7 Stück. Das finde ich soweit ganz gut. Moment, guck mal, mein Inventar ist soweit leer. Ich habe in meinem Kistensystem hier gar keine Ahnung mehr. Ich glaube, hier war Holz. Bisschen Holz sollte man sich zwar trotzdem immer mitnehmen. Und ich glaube, hier drin hatte ich dann die Schere und Co. Die Schaufel soll ich mir mitnehmen für Erde. Das finde ich gut. Pfeil und Bogen für den Vogel. Insofern hier einer drauf ist, da soll ich mir vielleicht noch einen neuen Bogen craften. Und Tiere sollen wir uns die... Ah, komm, ich nehme es einfach mit. Wir nehmen es einfach mit in der Hoffnung, dass wir es überleben. Aber wir sind gut ausgestattet. Den Eimer brauche ich definitiv an dieser Stelle dann nicht. Das können wir hier hinstellen. Und dann gucken wir mal. Einen Haken brauche ich nicht. Den Hammer bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Und dann können wir das mal hier hinstellen. Ich bräuchte auch noch einen Speer. Einen Speer sollte ich mir auch mal noch machen. Dafür bräuchte ich Seil, Metallbarren und Bolzen. Momentum. Dings hätten wir hier. Ich brauche Seil. Wo waren denn da nochmal Seil? Hier hätte ich auf jeden Fall mal Seil. Das ist schon mal gut. Einen Bolzen haben wir noch hier. Super. Und dann bräuchte man nur noch den Barren. Und den Barren, der müsste auf dieser Seite stehen. Also die Kiste davon. Nein, das ist hier hinten dran. Super. Boah, wir haben so viel Eisen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir überhaupt noch jemals Eisen brauchen. Nein, das ist Spaß. Ich weiß, dass wir das höchstwahrscheinlich nochmal brauchen irgendwann. Aber zum jetzigen Zeitpunkt geht das soweit. Okay, dann hätte ich noch gerne Axt. Hätte ich definitiv auch noch gerne. Also die Vorbereitungen müssen ja halt gemacht werden. Ich könnte die natürlich off-cam machen, aber ich mache die tatsächlich immer gerne mit euch. Das finde ich schön. Einen Bolzen habe ich aber noch hier drüben liegen, glaube ich. Habe ich gerade noch gesehen, ne? Guck mal hier, sogar noch 2. Schrott bräuchte mal ein bisschen. Wie viel Schrott brauchst du denn? 2 und dann wieder Seile. Habe ich jetzt nicht mehr, können wir aber ohne Problem wieder herstellen, weil Seile hat man eh nie genug. Muss man mal ganz ehrlich sagen, ne? Braucht man. Axt hätten wir jetzt auch auf Reserve. Das ist geil. Schaufel, glaube ich, brauche ich nicht mehr. Das Ei soll ich vielleicht auch noch hier lassen. Wo war normal das Essen hier? Das Essen. Ich habe... Ey, wie... Achso, stimmt, ich habe das ja eingeräumt. In unsere wunderbare Kombüse, die wunderschön aussieht. Ja, die gefällt mir richtig gut. Ja, ich muss mich da ein bisschen dran gewöhnen noch, dass ich das hier alles so habe. Nee, ah ja, waren auf dieser Seite, ne? Ich weiß nur nicht mehr wo. Ach, guck mal, wir müssen noch mal gucken, dass wir hier ein bisschen kochen können, ne? Also, vielleicht finden wir noch ein schönes Rezept auf der Insel. Man schließt die Kombüse nicht, dass die Tiere da reingehen. Das wollen wir nicht. Und dann würde ich sagen, wir füllen noch einmal alles auf. Ne, dass wir ein bisschen länger auf der Insel bleiben können. Super. Da, und dann könnten wir für sich, würde ich sagen, losgehen. So, sind da, Leute. Einmal, wo es hier richtig gut läuft. Das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht mal ernst sein. Dass das so gut läuft in den Anfang? Ich weiß nicht, ob das so richtig... Weißt du was, wir schlafen noch eine Runde, auch wenn ich dann nochmal essen muss. Ist aber egal. Hauptsache, es geht uns ein bisschen besser. Also, Hauptsache, es ist hell. Anker ist diesmal runtergelassen. Ja, wir wollen das dann nicht nochmal haben, dass sowas passiert. Und dann möchte ich gerne in der nächsten Folge vielleicht hier noch ein bisschen mehr Ordnung reinbringen. Gut, die Kombüse haben wir jetzt. Die Kajüten fehlen noch. Aber das kriegen wir hin. So, jetzt gehen wir mal hier an Land und hoffen mal, dass Hubert ist direkt da. Dann schwimmen wir ein bisschen zurück. Der kriegt direkt mal hier direkt mal was ab. Pam. Oder ich krieg was ab. Ist aber egal, aber auf jeden Fall kriegt irgendjemand was ab, ne? Das ist halt so. So, schnell wieder abtauchen. Wo ist denn der überhaupt? Ich sehe den gar nicht. Oh, jo, Hubert. Boah, du bist aber ein richtiger Spielverderber, ne? Boah, heute hast du aber drauf. Bist du stärker geworden? So, ein Biss. Ja, einmal habe ich ihn gekriegt. Und dann hoffen wir wieder, dass wir heilen. Und für den Rest gucken wir uns hier mal um, ne? Würde ich sagen. So, dann machen wir das. Gehen wir schön gemütlich hier hoch. Ohne Stress, insofern er möchte. Ich kenne diese Insel gar nicht. Das ist ein ganz anderer Stil. Ich hoffe nur, dass wir nicht direkt hier auf das Wildschwein treffen oder so. Moment, ich sollte mir vielleicht den Bogen, habe ich keinen neuen gemacht. Ich habe keinen neuen Bogen gemacht. Das habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Was bräuchte ich denn dafür? Ach komm, wenn man einen Vogel hier findet, wird er... Ja, da ist er schon. Nee, ich brauche einen Bogen. Also, das geht nicht so. Nee, ich muss da nochmal zurück.
Keine Ahnung. Boah, da hat er mich schon richtig gut gerammt. Ich dachte, er hat sich ja gut vorbereitet, aber scheinbar nicht so hundertprozentig. Er kommt da runter. Komm mal, kannst du hier hin? Er kommt schön auch bis hier hin, ne? Ja, ja, ich dachte mir das schon fast. Nee, nee, das hier ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Ich bleibe lieber im Wasser, weil... Nee. Nee, 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 man muss es nicht übertreiben. Pfeil und Bogen sollte man schon haben und das muss auch vernünftig sein, weil sonst kriegen wir nur Probleme. Also, ja. Nee, nee, das war kein guter Start. Definitiv nicht. Aber wir regeln das, Leute. Wir regeln das. Wo ist denn Hubert? Ey, das ist doch nicht normal. Hör mal. Das ist anormal. Nee. Nee, 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 nee. Pass auf, der Wind. Wie steht denn der Wind? Der Wind steht noch näher. Wisst ihr was, Leute? Wir lassen uns noch ein bisschen auf die Insel driften. Bisschen näher. Weil, nee, mach mal auf, gehst noch ein Stückchen näher ran an die Insel. Also, das kann doch nicht sein Ernst sein. Was ist denn los heute? Mach mal Schiff nicht kaputt. Ja, super, hab ihn aber noch gekriegt. So, Bogen herstellen. Kannst du jetzt ein bisschen mal dahin? Ja, es geht noch vorwärts. Super, super, super. Ich kümmere mich erstmal hier drum, dann machen wir das Ding. Das tut mir jetzt so leid, dass das wieder so hier anfängt. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Komm, jetzt hack dich mal dann in die Mauer, dass das hier gut passt. Super, dass Hubert uns jetzt auch kein Problem hier macht. Kann ja nicht wahr sein. Kommt man hier hin, dann kriegt man direkt Stress hier. Nee, das geht ja nicht. So, Bogen. Ich hoffe, dass ich in der Zwischenzeit dann ein bisschen hochheile. Im Moment was an Bolzen, glaube ich, war es, ne? Super, dann hätten wir die mal aufgebraucht. Glibber habe ich hier hinten liegen. Super, die liegen hier drin. Also viel brauche ich vielleicht nicht. Zwei reichen aus. Seil und noch ein paar Plankes. Plankes, amigos. Das haben wir bestimmt noch ein paar. Boah, so viel haben wir hier auch nicht mehr davon, ne? Okay. Jetzt hätten wir es dann aber. Eieieiei. Soll ich das direkt schon mitnehmen? Ich bin so ein bisschen... weil das schon so krass angefangen hat. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wie viele Pfeile habe ich? 17. Da werde ich ja hoffentlich was damit hinkriegen, ne? So, trink nochmal. Habe ich hier noch irgendwas voll? Komm, ich trinke das mal alles leer. Dann kann ich hier nochmal auffüllen. Und dann hätte ich den direkt mal wieder voll. Und das hier kann ich direkt mitnehmen. Super, ja, jetzt aber. Jetzt gehen wir los. Jetzt ziehen wir hier um die Häuser. Dass wir das nur hinkriegen. So, Hubert haben wir dann direkt mal außer Gefecht gesetzt. So, sozusagen. Klammer auf, Klammer zu. Aber keine Ahnung, warum das heute so tricky ist. Pumba. So, ein Schuss. Hopp. Zwei Schuss. Herr Pumba ist an sich gar nicht mehr so schwer, muss man mal ganz ehrlich sagen. Wenn ich dann jetzt keinen Blödsinn bauen würde. Okay. Und tot. Super, super, super. Und hier kann er auch nicht allzu viel buggen, weil er auf Land liegt. Das ist schon mal gut, das ist nicht gut. Und ich glaube, ich habe hinten noch einen Pfeil verloren. Gucke ich aber jetzt mal, ich glaube, ich hatte 17 Stück. Ne, habe ich alle, das finde ich schon mal gut. Okay, soweit wären wir doch schon mal im, ja, auf dem richtigen Weg, dass es hier klappt. Aber das hier ist mal eine krasse Insel. War das nicht so geil, die Insel, die wir ganz, ganz, ganz am Anfang mal gefunden haben? Dass da ein Pumba war, der hier rumgelaufen ist, der uns hier getötet hatte. Und dann einer ganz oben, weil es hier um die Ecke geht. Ich glaube, das ist hier. Ich glaube tatsächlich, das ist hier. Ich glaube, das ist die. Ob es jetzt die gleiche ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall so eine ähnliche. Ja, definitiv ist es so eine ähnliche. Also ich glaube, mal gucken, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter bin, dann müsste Pumba ja doch rumstehen. Der zweite, das war... Ah ja, er ist auch schon hier. Aber das machen wir ein bisschen anders. Ist mein Bogen noch schon kaputt. Geht nach hinten, 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 hinten. Gucken, wo er ist. Da ist er. Verfehlt. Ist aber nicht so schlimm. Dann muss ich noch höher... Aber wir kriegen es hin. Wir werden den wieder hinkriegen. Kein Problem. Wir haben den letzten Mal auch geschafft. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ich habe nur 17 Pfeile gehabt. Ich glaube, hier war Pumba irgendwo, ne? Der zweite. Ja, der war hier, aber diesmal ist er nicht hier. Was ich persönlich nicht schlecht finde. Gut, der Vogel hat uns verpasst. Unsere Energieleiste ist auch wieder oben. Das ist gut soweit. Ne, kannst du bitte trotzdem auf dem Bogen bleiben? Oh, ein Lama. Wir haben zwei Lama. Geil. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Wir brauchen aber irgendwo erstmal eine Höhle. Das wäre halt sinnvoll. Aber kann das sein, dass man mal zwischendurch auf die gleichen Inseln kommt? Ja, ne? Ich glaube schon. Würde Sinn machen. Aber mal gucken. Wenn jetzt hier oben keine Kiste mehr da ist, dann ist es definitiv die gleiche, wie wir damals hatten. Das ist tatsächlich die gleiche. Das ist genau die... Nee. Weil hier steht jetzt eine Kiste. So, wo ist der...
blöde Vogel. Ja, er hat mich auf jeden Fall mal schon gekriegt. Wo ist er denn hin? Komm, ich gehe noch höher. Ah, Mann, ey. Das ist ein bisschen blöd. Ich brauche einen guten Aussichtspunkt, wo er mich da nicht kriegen kann. Also, Klammer auf, Klammer zu, nicht kriegen kann, ne? Also, ja. Aber das ist eine größere Insel. Ach komm, geh hoch. Ich will nicht, dass der mich schon wieder hier angreift, währenddem ich hier rumbagge. Weil ein bisschen Life sollte ich ja schon haben, ne? So, hier noch schnell hoch. Jetzt kein Wildschwein oder sowas hier oben. Ich wüsste nicht, wie es hier hingekommen wäre, aber man weiß ja nie. Boah, der Vogel. Ich weiß nicht, wo er ist. Ist egal, komm. Wir kümmern uns mal hier um die Dinger. Oh, echt? Bin ich schon voll? Ja, okay, das geht kaum, ne? Das ist ja nicht möglich. Wahnsinn. Dann muss ich mal gucken, was kann ich denn hier lassen? Ananassamen möchte ich ungern hier lassen. Glasscheiben kann ich hier lassen. Ey, der ist heftig. Wo ist denn der hin schon wieder? Ich sehe ihn absolut nicht. Ich dachte, ich könnte hier locker den Spot hier sauber machen und dann hätte ich mal eine Ruhe. Vielleicht muss ich dann auch trotzdem wieder mal zurück. Also, ich sehe ihn ja absolut nicht. Ich halte mich mal in Bewegung, damit ich ihn sehe. Ich denke mal, wenn ich noch einen auf die 12 kriege, dann ist schon fast Feierabend angesagt. Ein Rucksack. Ich weiß, es wurde mir in den Kommentaren schon geschrieben, sollen wir einen Rucksack machen, aber ich habe leider noch nicht genug Wolle dafür. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Aber einen Lama hätten wir schon mal auf dieser Insel. Das finde ich ja persönlich ja schon mal richtig gut. Da kommt er. Ja, okay. Soll ich einen Schuss verpassen? Ja, komm. Ja, den habe ich. Super. Dann hatte ich mal schon einen Schuss. Könnte da eine Höhle sein? Was haben wir hier? Ist noch ein Lama? Oder ist vielleicht das eine Lama? Wo ist es hin? Sein Kopf. Ah, da ist es. Ja. Hallöchen. Ich will das noch nicht mitnehmen, weil ich einfach nicht weiß. Oh. Boah, der Vogel, der ist aber so richtig schnell, ne? Naja, wir kriegen es hin. Kann ich mich hier irgendwie runterglitschen? Ah, ich will es nicht probieren. Ich will es nicht wagen. Das ist mal zu riskant. Ich möchte einfach nicht sterben. Das ist es halt, ne? Dann müssen wir halt in eine zweite Runde über die Insel laufen. Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja schon mal die Kisten dann gelootet. Soweit. Das finde ich ja schon mal richtig gut. Da ist er. Wie schnell der denn immer weg ist. Komm, ich bagge mich hier mal runter. Ich habe da jetzt keinen Bock, da so tausendmal rumzulaufen. Ja, geht. Super. Er hat ein bisschen Hunger. Ich hoffe, dass ich hier irgendwo eine Höhle mal finde, wo ich rein könnte. Deswegen will ich auch hier auf diese Seite gehen. Komm, iss mal ein Stück. Oder zwei besser. Und dann nimmst du wieder die Bogen. El Bogos, amigos. Und dann gucken wir mal. Boah, hier ist auf jeden Fall auch genug Holz drauf. Was ist denn hier? Gucken wir uns gleich mal an. Ich möchte da auch mal drunter tauchen oder dran vorbeitauchen. Vielleicht ist da irgendwas. Oh oh, oh oh. Vielleicht tauche ich schon schneller, als ich möchte. Möchte ich nicht. Die Frage ist aber, wo habe ich mein Raft wieder gelassen? Immer wenn ich das mittlerweile sage, habe ich ein sehr schlechtes Gefühl. Aber guck mal, was hier Bäume sind. Das finde ich schon mal richtig gut. Das ist praktisch. Ich glaube, das Raft steht tatsächlich auf der anderen Seite. Aber ist nicht schlimm. Da können wir trotzdem hier mal drüber gucken. Hier ist noch ein Lama. Ne, so viel Lama will ich nicht. Also das ist mir zu viel Lama. Muss man mal ganz ehrlich sagen, ne? Also nee. Man muss es nicht übertreiben. Was haben wir da? Also Holz haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Das finde ich aber gut. Ich hoffe nur, wir finden hier irgendwo eine Höhle mit Schmutz. Ah, nee, guck mal. Hier ist trotzdem ein Raft gewesen. Hätte gedacht, wäre auf der anderen Seite. Aber nicht schlimm. Das ist okay. Das können wir machen. Oh, der sieht richtig groß aus, ne? Das ist wirklich kein kleines Raft hier, was wir haben. Ist nur schade. Oh, warum bist du schon wieder traurig? Ne, du hast genug zu essen, ne? Also definitiv. Hier ist alles, was er braucht, Leute. Oh, Hubert. Also, die machen das nur, um mich zu ärgern. Ich hatte doch irgendwo hier Samen stehen. Habe ich dann Samen von denen? Ne, dann muss ich wieder in die Felder, ne? Wo habe ich denn die Felder? Das ist so ein bisschen das Ding. Ich habe noch nicht so den Überblick mit den ganzen Kisten. Also, dadurch, dass sie hier so auf dem Boden stehen. Und es ist natürlich auch schon wieder ein bisschen länger her, als ich gezockt habe. Aber das ist nicht schlimm. Wir kriegen das hin. So, hier war dann die da drin. Leder müsste hier sein. Fleisch müsste in die Essenskiste. Die ist ja nach innen gewandert, stimmt. Aufmachen bitte, ich bin hier. Hier war rohes Fleisch, den Kopf. Kopf. Wo habe ich die Köpfe dann hingepackt?
Habe ich die nicht hier hingepackt? Hier? Oder habe ich die noch draußen? Ich weiß es gerade nicht. Könnten die vielleicht hier oder hier sein? Wenn man eine Muschel? Ne? Ah, hier sind die Köpfe. Super, aber zweimal Pumba. Sehr geil, leider geil. Das finde ich gut. Jetzt haben wir sie. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das sind alle Tiere, ne, bis jetzt, die es gibt. Ist aber okay, egal. Ob wenn es noch welche andere gibt, wir werden das schon finden. Hier waren die Samen, ne, drin. Genau. Genau, genau. Ah ja. Ich habe jetzt die Kombüse, habe ich zwar, das finde ich gut, aber ich habe ein Rezept auch noch. Aber ich bin auch nicht so 1A klar mit allem. Weil es mir ein bisschen schwer fällt, dran zu denken, dass ich hier Sachen habe. Was habe ich denn hier? Habe ich das nicht schon? Das habe ich doch schon. Komm, dann hänge ich dich mal in den Hintergrund. So, ich muss ja schön die Wand zukleistern. Ich habe ja nichts anderes als Rezepte, die mich irgendwie hier unterhalten können. Aber Vorteil ist dadurch, dass ich jetzt ein bisschen Platz gekriegt habe. Pass auf, dann machen wir mal so. So, Seil mag ich da nicht haben. Und ja, wir machen so. Okay, cool. Essen hätten wir noch 3. Ich nehme mir aber trotzdem noch ein bisschen was mit. Nur aus Sicherheit, ne? Man weiß ja nie so richtig, was passiert. Guck mal, 17 Keulen sollten doch reichen. Nein, so viel brauche ich nicht. Dann kannst du den Stack mal halbieren. Mach ich das so. Moment. Perfekt, jetzt 10 Stück dabei. Ich müsste auch gerne mal so anfangen, was zu kochen. Jetzt wird es wieder dunkel, aber das ist mir jetzt egal. Ich will jetzt gucken, was hier so abgeht. Das ist mir wichtig. Ich möchte gerne auf die Seite im Endeffekt. In diese Insel, also unter diese Insel. Mal gucken, ob ich dort irgendwas finde. Also, wäre ja schön, wenn, ne? Weil ich habe so eine Konstellation noch nie gesehen. So, weil ich brauche erstmal Schmutz, dann brauchen wir Felder und dann können wir Tiere mitnehmen. Das wäre so die Reihenfolge, wie ich es gerne machen würde. Aber ich habe gesehen, wir haben zurzeit nur Lamas hier. Und das finde ich so ein bisschen, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen schwierig. Und Holz können wir jetzt auch sammeln. Es wird dann natürlich wieder dunkel, aber das ist ja jetzt egal. Wir überleben das schon. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Passt schon, passt. Die Blumen lassen wir immer noch so ein bisschen weg, bis ich noch ein bisschen mehr Platz habe. Und ich hätte gerne mal einen Rucksack. Ich hoffe, dass man dadurch wirklich gut Platz kriegen im Inventar. Und ich hoffe, dass man mehr als einen Rucksack tragen kann. Man kann ja einen auf den Rücken und einen vorne hinhängen. So, wäre doch schön. Ne? Ich würde das praktisch finden. Aber das Holz hier, das ist gut. Vor allem auch, wenn wir Samen kriegen aus den Pflanzen, das wäre halt auch praktisch. Aber gut, für den Rest scheinen wir ja dann hier jetzt mal Ruhe zu haben. War jetzt nur ein Wildschwein, ne? Was haben wir denn hier? Das ist ein Lama, ne? Komm, das könnte ich mal aber direkt fangen, weil das hier steht. Weil ich glaube, ich habe... Noch ein Tier kann ich nehmen, ne? Moment, lass es ein bisschen gehen. So, bumm. Super. Tragen. Namen weiß ich doch nicht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Müsst ihr wieder was mit Lama sagen. Lamarita. Ne, machen wir nicht. Ich weiß es nicht. Also ich sehe nicht wirklich viel. Das Lama scheint doch irgendwie größer zu sein als das letzte. Guck mal, wie wenig vom Bildschirm ich sehe. Also nicht nur, dass es dunkel ist, jetzt sehe ich auch noch nichts. Ich glaube, das war hier, konnte ich irgendwie runter, ne? Was habe ich gemacht? Hallo? Oh, ich habe das irgendwie losgelassen. Oh, zum Glück konnte ich das wieder aufheben. Ja, klingt irgendwie falsch, wenn man so sagt, so aufheben. Aber was heißt falsch? Nicht, ist ja an sich richtig. Man trägt es ja. Naja. Naja. Super, das heißt, wir hatten ein nächstes Lama. Wo ist dann mein blödes Raft? Aber ist das so weit rüber? Ich sehe nur leider nichts. Das ist mein Problem. Nee, hier waren wir doch nicht. Oder? Nee, so weit rüber waren wir doch nicht. Ich bin doch irgendwo hier. Ach, da ist es. Ja, ich sehe halt leider nicht so viel durch das Raft. Ich weiß, alles nur blöde Ausreden hier, ne? Aber das Lama scheint irgendwie größer zu sein. Also habe ich das Gefühl. Wir setzen mal ins Gehege. Hoffentlich frisst es jetzt nicht mehr. Aber wenn es... Also könnte es, wenn es mehr Wolle gibt. Das wäre ein Deal. Da würde ich mich drauf einlassen. So, schnell hoch. App. Haben wir. Jetzt gucken wir mal. Hoffe ich nur, dass ich hier 4 Felder... Ja, habe ich. Super. Super. Also, du kommst dann mal aufhören zu tragen. Hier hin. Die Eier nehme ich auch schnell mal raus. Weil ich glaube, 1, 2, 3, 4 Felder haben wir. Ja, das ist ein gut Stückchen größer. Wo ist Hubert schon wieder? Hier. Oh, das ist gut. Den nehmen wir wieder mit. Dann haben wir wieder ein bisschen was zu naschen. Das finde ich gut. Und die Köpfe nehmen wir auch mit. Super. Ja, guck mal. Doch, das ist ein gutes Stück größer. Doch. Finde ich schön, finde ich cool. Aber das ist es. Ich möchte solche Sachen jetzt nicht immer ohne euch machen oder auch wie in der letzten Folge, dass wir einfach auf dem Meer unterwegs sind. Ne? Schön chillig einfach eine Runde hier machen. Ohne viel Stress. Das ist mir wichtig. Das ist mir wirklich wichtig. Dass wir einfach Spaß dran haben. Wir können das Spiel jetzt natürlich hier durchballern, wie so ein Irrer. Aber dann, nee. Ich will tatsächlich mal ein Spiel auch ein bisschen länger spielen. Einfach Lust drauf haben, ne? So, einfach letzte Game beginnen, so nach dem Motto.
Ja, okay, jetzt haben wir ein weiteres Ding. Jetzt möchte ich aber gern mal trotzdem mal wissen, was da hinten unter der Insel da ist. Oder um diese Insel herum. Ah, der Hubert ist ja tot, das ist ja gerade so gut dann, dass wir das machen. Das finde ich ja mega. Das hoffe ich nur, obwohl, ja, Fackel, nee, gibt es nicht so zum mitzunehmen, ne? Mhm. Das ist ein bisschen blöd. So, jetzt mach mal hin, ne? Ein Lama hätten wir. Oben war noch ein Lama, ich hätte noch gern einen Huhn vielleicht oder so, aber soll man machen, ne? Das ist halt so. Und ja, mit der Insel, dass wir dran vorbeigesegelt sind, das tut mir ein bisschen leid. Das habe ich halt nicht drauf geachtet, aber wir können ja nicht rückwärts segeln, deswegen segeln wir einfach weiter. Wir machen eine Weltumrundung. Ist ja auch kein Thema, kriegen wir ja locker hin. Ne? Weil, wenn wir es schaffen, innerhalb von 10 Minuten 3000 Seemeilen zurückzulegen, dann schaffen wir es auch irgendwie 20.000 Meilen zurückzulegen. Das kriegen wir hin. Unser Planet besteht ja mittlerweile nur noch aus Wasser. Also, ist die Gefahr auch ziemlich gering, obwohl, weiß man jetzt nicht, man müsste wissen, wie hoch der Meeresspiegel jetzt hat, der steht. Aber ich vermute mal, dass die Gefahr eher gering ist, dass wir irgendwo auf dem Grund laufen. Ja. So, Theorie. Meine Theorie. Naja, wir gucken mal gleich. Da ist die Insel, also diesen kleinen Felsvorsprung, den möchte ich mal abtauchen. Und da gucken wir mal, was wir dort finden. Das nimmst du noch mit. Ich bräuchte Dreck. Dreck wäre wichtig, weil ohne Dreck können wir jetzt definitiv kein weiteres Tier mehr mitnehmen. Und das ist blöd. Das wäre richtig blöd. So, hier. Hubert ist zwar nicht da, aber wir sperren mal eine Runde. Boah, hier sieht man aber wirklich nicht mehr viel. Okay, da, hier. Hier gehe ich mal durch. Ja, hier scheint es tatsächlich reinzugehen. Da war meine Vermutung gar nicht mehr so schlecht. Ne, atme mal richtig tief ein, weil ich weiß auch nicht, was da jetzt kommt. Hier angegriffen werden wie so ein Verrückter. Guck mal, hier ist eine Leiter. Hier geht's tatsächlich. Okay, hier geht's hoch. Super. Oh, hier ist eine Kiste. Das finde ich schon mal gut. Nicht, dass hier alles unter Wasser ist. Ah, hier geht's raus. Okay. Okay, raus sind wir mal. Oh, hier ist aber sehr dunkel. Ja klar, ist ja eine Höhle. Und dann für den Rest. Das war's? Nur das hier? Okay, wir sind zwischen dem Felsen irgendwie. Guck mal, kann ich nicht noch hier irgendwie hoch und darüber? Nee. Ja, das scheint das hier gewesen zu sein. Können wir damit leben? Ja, ja, das ist gut alles unter Wasser hier, ne? Guck mal, hier ist aber auch nichts mehr, ne? Nee. Ja, okay, dann war es das schon. Schade, hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Hätte tatsächlich gehofft, dass so ein komplettes unterirdisches System da drin ist. Aber daneben nicht. Daneben nicht. Wir nehmen das halt so, wie es ist. Ich gehe aber nochmal weiter drum rum. Vielleicht gibt es einen zweiten Eingang, dass das so in die Irreführung ist. Was ist los? Aber hoch brauche ich nicht. Definitiv brauche ich nicht hoch. Ist ja kein Stress hier, ne? Schön entspannte Runde Raft. Ist geil. Finde ich cool. Muss ich auch sagen, ich bin jetzt entspannter. Ich bin jetzt tief entspannt. Kein Stress mehr oder so. Ist ein bisschen dunkel für euch jetzt, aber ist nicht schlimm. Ich glaube, jetzt kommt also langsam wieder der Sonnenaufgang. Und dann sind wir durch. Ja. Ich hätte gerne so zwei Tiere von jedem. Das, glaube ich, wäre schön. Damit wir auch ein bisschen schneller an die Sachen rankommen. Obwohl das Huhn mit den Eiern, wie das Huhn die Eier produziert, das ist ja auch Wahnsinn, ne? Und dann geht es hier mal schnell wieder an Land. Und dann rennen wir noch den Rest hier ab. Und dann geht das hier. Den kannst du noch abbauen, weil Holz brauchst du ja tatsächlich ohne Ende. Vor allem diese schönen Bretter, die wir da herstellen können, die verbrauchen ja schon vernünftig Material. Also muss man mal ganz ehrlich sagen, das ist nicht ohne. So, haben wir denn hier noch irgendwas? Den Vogel können wir im Notfall auch einfach ignorieren. Ich muss den nicht unbedingt töten. Aber ich hätte gern irgendwie eine richtige Insel. Entschuldigung, meinte eine Höhle damit, dass wir irgendwo rein können. Aber ich sollte mal vielleicht ein bisschen besser drauf achten, so drumrum. Weil, ja, könnte die hier... Jawohl, ich würde das, wenn im... Ah, da ist er schon wieder. Ernsthaft? Bleibst du hier unten jetzt oder fliegst du jetzt hoch? Ich bin schon wieder voll. Naja, egal. Stell mal den Baum hier noch mit. Und dann hoffen wir mal, dass der Vogel uns trotzdem ein bisschen in Ruhe lässt, ne? So. Er ist da oben, Pfeil raus, Bogen raus. Komm einfach mal runter. Er scheint gerade kein Aggro zu ziehen, ne? Nur auf der einen Stelle da. Da ist nix. Mal gucken, dass ich tatsächlich alles so ablaufe. Hier. Ja, weil es kann doch nicht sein, dass es auf so einer großen Insel keine Höhle gibt. Nee, Blumen will ich nicht. Weil ich brauche Schmutz. Also wir bräuchten Schmutz. Ist auch nix.
Bambus. Ich würde auch gerne Bambus mitnehmen. Das wäre schön. Vielleicht implementieren sie das noch irgendwann. Wäre ja geil. Und wenn man das mit die großen Bäume hier fällen könnte. Dann, das wäre halt sinnvoll. Das wäre wirklich sinnvoll. Ja. Ich weiß halt nicht. Man könnte vielleicht auch das Risiko eingehen, dass man sagt, nee, guck mal, wir haben 5 Tiere und nur 4 Felder. Ob sowas funktionieren könnte, weiß ich auch nicht. Pass auf, ich guck erstmal hier oben in der Ecke und dann laufen wir mal da seitlich runter. Ja, hier geht es wieder ganz hoch, das möchte ich jetzt noch nicht. Wir gucken einfach mal hier auf dieser Seite noch. Einmal hier vorne an der Kante zum Riff. Ach, ich gehe einfach mal runter. Muss nicht immer... Ich gewöhne mir gerade gerne mal an, dass ich diese Lauffunktion... Ah, hier ist nochmal ein Raft. Witzig, vorhin habe ich es nicht gefunden und jetzt finde ich es auf Anhieb, ohne dass ich es finden wollte und hat nicht mal gecheckt, dass es hier ist. Ja, ich glaube, hier müsste man vielleicht noch eine Folge dranhängen, aber ich werde jetzt nochmal gucken hier, ein bisschen genauer. Vielleicht haben wir ja tatsächlich Glück und finden jetzt in diesem letzten Abteil dann noch was, weil dann sind wir ja tatsächlich mal rum. Und da ich nur noch einen Lama oben gesehen habe, dann würde ich sagen, wir legen dann ab. Wir gucken dann die nächste Insel zu finden, eine größere. Ja, hier war ich, unten war ich ja schon, ne? Genau, ich glaube, da war ich. Also sollte ich jetzt nicht gemacht haben, dann verzeiht mir, Leute, aber dann ist es so. Gibt Schlimmeres. Ja, ich bin voll. Aber irgendwas hebt er noch, auf jeden Fall Planken und Samen hebt er noch. Das heißt, er schmeißt irgendwas anderes raus. Ja, hier ist nichts, ne? Ist denn hier in der Ecke noch irgendwas? Mango? Oh, ist hier vielleicht was? Ja, hier ist sie. Hier ist der Eingang. Super. Oh, das ist gut. Das ist wirklich gut. Jetzt bitte, bitte, bitte gib mir viel. Guck mal, schön nach oben. Ob das hier was ist? Pilze und Schmutz. Pilze und Schmutz. Was kann ich rausschmeißen? Schmeiß ich... Was haben wir denn hier für ein Rezept? Fischeintopf. Ich weiß halt nicht, ob ich den bereits habe. Das ist das Problem. Ich könnte mir aber einfach mal 4 Ananasen reinballern. Er hat eh Hunger. Ist doch perfekt. Oh, Ananas gibt aber gut trinken und gut essen. Ne? Im Gegenzug zur Wassermelone ist die ja nicht so toll. Da kommen dann mal die noch hier, die 8 Stück. Vielleicht kriegt er die auch noch hier reingeschallert. Ja, und Kokosnuss gibt ein bisschen mehr Wasser als Dings und Wassermelone gibt halt definitiv mehr Wasser als Essen. Okay, das ist aber, ist okay, das können wir so machen. So, dann schaufeln, buddel das mal aus und dann bitte nur den Schmutz. Ja, ein Scharnier kannst du auch mitnehmen, das finde ich gut. Nagel, ja, wenn es unbedingt sein muss, aber die hätte ich gern. Die Pilze, sehr geil, sehr geil. Ich bin mal gespannt, wie viel wir jetzt davon hier finden. Aber da sieht man, es lohnt sich tatsächlich, die Sachen richtig abzugrasen. So richtig zweimal hinzuschauen sogar. Also da bin ich jetzt sehr froh, dass ich das nicht abgebrochen habe, wie ich mal vermutet hatte, dass ich das jetzt machen würde. Aber, oh ja, ja, was können wir denn... Pass auf, ich will mal einfach mal gucken, was da ist. Nicht, dass hier irgendwas Cooles ist. Nur Planken. Ja, Planken sind aber wirklich sehr wichtig. So, dann nehme ich lieber... Was? Die Frage ist, welche Samen nehme ich denn mit? Nee, ich nehm die hier mit. Die hier, die Palmsamen. Da kann ich mal meinen Dschungel hier auf dem Floß noch bauen. Ich gucke aber nochmal hier drumrum, ob es hier nicht irgendwie auch noch nach oben hingeht. Ich glaube aber nicht. 8-mal Schmutz. Das gibt 4 Felder, Leute. Das ist gut. Okay. Ein weiteres Lama möchte ich aber trotzdem nicht. Weil mit der Zeit kriegen wir sowieso genug von denen. Und außer, dass es mich Batterien kostet, habe ich da keine Lust drauf. Okay, dann würde ich sagen, das war's. Das war's tatsächlich. Ja, sehr cool. Das heißt, diese Insel verlassen wir wieder. Sie ist größer. Der Vogel hat dann zwar einen Pfeil im Bauch hängen, aber so what, ne? Dann ist sein Schrottwert jetzt auch ein bisschen gestiegen. So ist das halt. Ich glaube, hier irgendwo müsste es gewesen sein. Ja, da ist mein Floß. Ich sehe schon. Super. Mittlerweile wird Tuber höchstwahrscheinlich auch wieder da sein. Ja, habe ich irgendwie Plastik schon dabei? So Plastik. Nö, habe ich nicht. Ja, ich kann es verstehen, dass ihr traurig seid. Immer hier so alles im Salzwasser zu haben, ist ja wirklich nicht so geil. Hier hätte ich Blätter, das ist gut. Hier ist Holz. Ich sollte mal direkt mal gucken, wie wir diese Felder herstellen können. Die waren doch hier. Dafür brauche ich Plastik. Guck mal, Hubert wieder irgendwo knabbert. Plastik habe ich hier. Super. Und dann sollte ich trotzdem ein bisschen ausräumen. Wir haben ja schon gelernt, manchmal glitscht es ja hier durchs Bötchen. Und dann machen wir unsere Wiesen. Sehr geil. 4 weitere Wiesen haben wir. Das finde ich gut. Die platzieren wir mal hier dazu. Und ich sollte vielleicht die eine hier entfernen. Obwohl, er kann zurzeit nur... Ah, es ist mir lieber, wenn ich die dann so habe. Ich weiß, die werden nicht nass, die hier vorne. Aber das ist egal. Dann sind nur diese 6 hier. Kannst du den nicht heben? Doch, da ist es. Ja, ja, ich mache euch auch definitiv ein größeres Gehege. Kriegen wir alles hin? Machen wir. Ist die Batterie vielleicht leer, dass die so traurig sind?
Oh ja, tatsächlich. Ho, ho, ho. Das ist aber Glück. Das ist aber Glück hier. Batterien scheinen auch gut drauf zu gehen. Aber das ist ja nur das hier. Moment, wo war Batterie nochmal hier? Kunststoff bräuchte ich noch. Und... Moment, Kunststoff war doch hier. Aber ich sollte vielleicht trotzdem das zurück, das rein. Und dann gucken, dass ich ein bisschen Holz rauslege. Weil das brauche ich jetzt nicht. Batterie herstellen. Super, super. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. So, die dorthin und die leere Batterie. Was mache ich mit der? Ich behalte die einfach mal. Komm, ich lege die mal hier rein. Nee. Hier, zu den Dinger. Ich guck mal, was ich damit machen kann. Vielleicht können wir ja irgendwas herstellen damit. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ist aber egal. Finden wir raus. Finden wir alles gemeinsam raus. Da die hier rein und Moment, hier war doch meine Werkzeugkiste, da können wir Pfeil und Bogen wieder rein, dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz wieder. Die Schaufel brauche ich definitiv auch nicht, das Lama, das werden wir hier gleich wieder ein bisschen eine neue Frisur verpassen, ne? Muss sie auch mal haben. Obwohl, ich hätte gegen den dort und Hammer auf 3, dann müssen die Eimer noch raus, das Eisen noch raus, die Eimer noch raus. Ach komm, das eine Eisen können wir jetzt auch noch schön einfach hier durchbrutzeln. Wir haben ja gut Zeit. Pilze. Pilze kommen in die Küche. Und dann haben wir das Rezept noch. Ne? Wir gucken mal, ob wir den haben. Aber ich glaube, das Rezept haben wir schon. Ja, hier, ne? Genau. Dann kommst du auch an die Wand. So, bab. Super. Finde ich gut. Pilze habe ich wohin gepackt? Insofern ich schon welche habe. Hier. Sehr geil. Ich bin mal gespannt, was ich mit diesen Silberalgen machen kann. Habe ich gar keine Ahnung. Okay. Eier waren hier. Super. Und dann würde ich sagen, Leute, ich beende diese Folge. Es war sehr cool. Wir haben wieder ein neues Tier. Sie sind wieder versorgt, die Tiere. Wir haben neuen Schmutz. Das heißt, wir kriegen noch mehr Tiere. Und dann lichten wir den Anker wieder in der nächsten Folge. Und dann ziehen wir wieder aufs Meer los und gucken mal, was wir auf dem Fluss machen können. Und somit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao mit V.